Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir hier in Lincolnshire am Schiergemot teilgenommen und wir waren das Zünglein an der Waage, denn mit unserer Stimme haben wir entschieden, wer denn Alderman von Lincolnshire wird. Und wir haben uns für den gutherzigen und noch etwas naiven Hunwald entschieden, wie ich finde auch zu Recht, denn es hat sich herausgestellt, dass Herefried tatsächlich ein Mitglied vom Orden der Ältesten ist, und zwar der Hirtenstab, so ist da sein Spitzname. Und jetzt mittlerweile ist Patch 1.2.2 draußen und wie es aussieht, hat er irgendwie die Kapuze kaputt gemacht, denn jetzt klippen irgendwie unsere schönen Haare hier durch. Ugh. Das sieht ja schlimm aus. Vielleicht wird es dann doch jetzt höchste Zeit, mal das Outfit von Eivor zu ändern. Na gut, dann streifen wir den Mantel mal ab. Und wie ihr gerade gesehen habt, ist eine neue Quest aufgeplöppt in Refnatorp auch direkt. Meine Güte, da kann man auch schon viel machen. Eine Herausforderung der Götter. Nachdem Eivor etwas vom Himmel stürzen gesehen hat, kommt es zu einem Treffen mit einer geheimnisvollen alten Dame, die behauptet, eine geheime Übungsform zu kennen, die sie bereit ist zu teilen. Also auch spannend, da gibt es jetzt nur besondere Herausforderungen, die man jetzt noch machen kann für irgendwelche Belohnungen. Das ist wirklich spannend. Aber wir müssen erstmal hier weitermachen und Herefried hinterherjagen. Und wie es aussieht, auch erstmal mit dem neuen Aldermann, also mit Hunwald, sprechen. Ja, und das ist schon ganz spannend. Gorin hat da auch gefragt, wie das so ist bei solchen Entscheidungen. Wie sich das einfach auswirken würde auf das Spiel, wenn wir jetzt Herefried genommen hätten, also ausgewählt hätten zum Aldermann. Oder Elfgar, weil der hat sich in der letzten Folge auch sehr seltsam verhalten. Und da ich auch neugierig war, habe ich da mal recherchiert. Das wären also folgende Änderungen. Wenn wir Herefried ausgewählt hätten, dann wäre nichts passiert und man hätte ihn erst anscheinend später im Spielverlauf als Ordensmitglied entlarvt und müsste ihn dann besiegen. Und bei Elfgar wäre alles gut gewesen. Er wäre dann Aldermann von Lincolnshire geworden und Hunwald sowie Swanhild wären dann nach Refnatorp gezogen. Also dann hätte man sie im Dorf, was auch sehr, sehr cool ist. Aber ich weiß nicht, ob wir zwingend Hunwald ganze Zeit in Refnatorp bei uns haben möchten. Er ist ja dann doch schon etwas anstrengend. Wobei ich das halt auch sehr, sehr schön finde. Aber wir haben jetzt Hunwalds Zukunft diktiert. Er ist jetzt Aldermann. Das heißt, er muss hier mit seiner Aufgabe wachsen und dann schauen wir einfach mal, wie er sich macht. Ich denke, er wird das schon ganz gut meistern, seine Aufgabe hier. Und da hinten haben sich schon alle versammelt. Ein dreister Angriff. Am helllichten Tag. Dieser Mann muss von Hass völlig eingenommen sein. Mhm. Hallo zusammen. Was gibt es Neues? Wir wissen jetzt, dass Herefried nach dem Massaker zur Feste von Anacaester geritten ist. Ich habe dort eine Fürt versammelt. Eine ziemlich große. Sie wartet auf deine Befehle, Eivor. Du meinst deine Befehle, Aldermann? Ah, ja, genau. Meine Befehle. Die lauten nämlich wie nochmal genau? Wer weiß das schon? Reiten wir zusammen zum Lager und finden es heraus. Herefried war ein Freund meines Vaters, dem ich immer vertraut habe. Ich verstehe nicht, was in ihn gefahren ist. Ehe seine Leute angriffen, sprach er vom Orden der Ältesten. Ich weiß genau, was in ihn gefahren ist. Wirklich? Das erzähle ich ein andermal. Das wird Wellen der Empörung durch die Gemeinden von Mercia schlagen. Herefried ist eine große neue Schande für die Kirche. Euer Christus war ein interessanter Mann, wenn noch etwas weich. Komisch ist, dass ich kaum einen Christen wie ihn treffe. Heute war ein wichtiger Tag, Eivor. Trotz allen Leidens weiß ich jetzt, dass meines Vaters Geist noch in mir brennt. Und das verdanke ich dir. Wenn man einst den Tag besingt, an dem Lincolnshire gerettet ward, wird dein Name in jeder Zeile erklingen. Nicht so vorschnell, Hunwald. Die letzte Strophe dieses Liedes fehlt noch. Es lockt das Getöse der Schlacht. Ihr Heiden und eure Kampfeslust. Ich teile diese sicher nicht. Ich sorge mich, welches Teufelszeug der Bischof noch bereithält. Ach, dieser Demlack von einem Bischof wird um Gnade flehen. Mit
Eivor an unserer Seite. Wie hat Acha all dies verkraftet? Sie und Herefried waren sich sehr nah. Die Arme muss sich fühlen, als hätte der Teufel selbst ihr Kloster angegriffen. Ich sprach sie kurz. Sie war sehr niedergeschlagen, aber sie schien sich wieder aufraffen zu können. Hintergangen von einem Mann. Hier ist das Lager, siehst du? Hier sind die Männer von Lincoln, nicht hier! Vergesst das nicht! Meine Ahnen kämpften mit den alten Königen von Lindeseje. Ihnen zu Ehren kämpfen wir heute. Ein dreister Angriff. Am helllichten Tag. Dieser Mann muss von Hass völlig eingenommen sein. Nie habe ich solch ein Blutbad gesehen. Dieser verrückte Bischof scheint vom Teufel besessen. Okay, das habt ihr bereits gesagt. Dann sprechen wir mal mit dem Hauptmann, beziehungsweise wir können ja mal gucken. Ja, hier gibt es einen kleinen Schatz und eine Kiste. Ja, schön. Dann können wir da gleich auch noch die Schätze plündern, wenn wir gleich angreifen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wer holt diesmal den Topf, hä? Ich will hier nicht zu Tode frieren. Ja, ich wollte gerade am Anfang noch sagen, da klang Hunwald schon ein bisschen entschlossener und ein bisschen dirigierender. So, eigentlich müsste er nur uns ein bisschen was befehlen. Das würde, glaube ich, allen schon ein bisschen gut tun. Oh, Eivor, nein. Du musst dich nicht aufs Pferd. Unser Kriegsschmied ist da. Die Firt ist bereit für die Schlacht. Eivor, was sagst du? Können wir mit den hier versammelten Männern diese Schlacht gewinnen? Wenn sie so mutig kämpfen, als wären sie doppelt so viele, vielleicht. Und gäbe es in Walhall auch Platz für einen stürmischen Schwarm? Ganz sicher. Lass dein glorreiches Banner wehen. Also, sind wir bereit? Wir greifen jetzt an. Mach die Firth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. Diese Schlacht wird... Okay, dann wird es wieder Zeit für eine kleine Schlacht. Hier auf Annekester. Zu mir! Heilige Krieger von Lincoln ist hier! Mit einem Rambock kämmen wir hindurch. Ich sollte mich darum kümmern. Mhm. Ich helfe euch mal. Mit mir für Odin! Na dann. Okay. Der hat hier oben reingeschossen. Okay, ich hätte auch gern Schild. Schon? Immerhin ist Eivor so ein bisschen durch das Holz geschützt hier oben. Die sind ganz schön aggressiv da oben. Okay. Öl auch noch. Oh oh. Da sollten wir wohl doch erstmal aufräumen. Verzeihung. Haltet kurz die Stellung, ich bin gleich da. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber natürlich sind die gut ausgerüstet hier. So. Darum haben wir uns gekümmert. Sind die unten schon durchgebrochen? Oh. Sehr gut. Die haben mich gar nicht gebraucht. Dann schauen wir mal.
Du piekst mir nicht in den Rücken. Direkt unter uns ist dann ein Schatz. Hi, Elfgar. Ciao, Elfgar. Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir da irgendwie von hier rein. Ja, Truhe Nummer 1. Ich glaube, 3 Stück gibt es hier. So, gucken wir mal. Die andere ist da hinten im Haus. Ich helfe dir mal. Nein, etwas weiter wie bei uns. Oh, hallo. Dort hinten, in der kleinen Kapelle. Okay. Und da hinten auf dem Turm. Dann können wir uns noch ein bisschen weiter vorkämpfen. Oh ja. Geht das mit dem Explosivpfeil? Leider nicht. Aua. Oh, sehr gut. Unwald kämpft mutig mit. Schauen wir mal, da oben ist schon eine Rutte. Dann klopfen wir mal an mit der. Zurück ins Getümmel. Okay, wer liegt da? Elfgar, alles gut? Oh, wo will der denn hin? Ich lass dich aus. Aua! Ich wollte eigentlich über ihn drüber dodgen, aber Ava ist einfach nur runtergefallen und hat dann ganz unliebsam den Hammer auf den Kopf bekommen. So, schießt auf die Bindeglieder, genau. Dann können wir die Zugbrücke runterlassen. Da oben in dem Turm war noch ein Schatz. Wow. Der Sprintangriff ist auch ziemlich stark mit beiden Schwertern. Ich habe übrigens nochmal nachgedacht, vielleicht kriegt man auch, wenn man den Köcher und den Mahlzeitenbeutel aufgewertet hat bis zum Maximum, vielleicht gibt es dann gar keinen Stoff mehr zum Looten. Weil wir jetzt auch wieder keinen Stoff bekommen haben. Also brauchen wir auch nicht zwingend, aber dennoch interessant oder auffällig. Oh oh. So, klettern wir mal da hoch. Hat da einer eine Falle geworfen? Oh ja, das ist ein etwas größerer. So, schauen wir mal, ob wir seine Schwachstellen treffen. Eine Herausforderung. Nein, von hier möchte ich nicht runtergeworfen werden. Bisschen daneben. Aber er hat gut mitgespielt. Und dann hier noch schnell das andere Bindeglied. Hier ist wahnsinnig.
Ja. Was sollte das? Du, sag mir, wo der Bischof ist. Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich, der elende Feigling. Lass niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Mhm. Da drin also. Meine Güte, da fliegen die Körperteile durch die Gegend, immer die Arme. Meine Güte, sind die Schwerter stärker geworden? Ava macht heute die lustigsten Moves. Klemmt. Muss auf die andere Seite. Schauen wir mal, ob wir irgendwie von hier oben reinkommen. Ah. Halte ein, mein Lord, bitte. Unsere Schlacht ist verloren. Ruhe das Werk Gottes, Junge, und töte diesen Heiden. Schauen wir mal, ob wir das schleichend hinkriegen. Ja. Oh, in den Kopf. Tja. Gut beschützt haben sie ihn nicht. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Und damit haben wir es geschafft. Der Angriff auf Anacaester ist abgeschlossen. Sehr schön. Hier war ja, glaube ich, auch noch irgendwo ein kleiner Schatz. Zumindest gibt es da hinten einen Schlüssel. Was steht denn hier noch? Brief von dem Instrument. Die Gewänder, die ihr tragt, sind nichts als Kostüme. Ein Köder, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Denkt nicht an eure Seele oder eure Errettung. Ihr habt die Wahrheit, die Schatten haben sich verzogen und nun erblickt ihr das Licht der Welt. Erfreut euch daran und tötet alle, die sich euch in den Weg stellen. Das Instrument. Aha. Gibt's also noch ein paar Templer. Brief von dem Vater. Ha, dein Vorgehen ist forsch und deine Gewalt ist schamlos. Dadurch, dass du die Kontrolle über diesen Schier an dich reißt, wirst du die Leute gegen die einzige Institution aufbringen, die ihnen noch Hoffnung gibt. Lass sofort davon ab und mache kein Aufhebens mehr in Lincolnshire. Ziehe keine Aufmerksamkeit mehr auf dich und erwarte weitere Befehle. Ungehorsam bedeutet Tod. Oh, da waren die aber auch nicht ganz mit zufrieden, wie Herefried vorgegangen ist. Brief an König Ceolwulf. Mein König, vergibt mir meine Unverblümtheit, doch ich brauche deine Unterstützung. Wow, deine. Gleich mal geduzt. Lincolnshire sieht sich einer großen Bedrohung gegenüber, und zwar einer, die du mit zu verantworten hast. Es ist nun deine Pflicht, ihr ein Ende zu setzen. Eivor von den Dänen muss aufgehalten werden. Du hast den Heiden den Weg geebnet. Das war ein großer Fehler, doch noch kannst du ihn wieder gut machen. Gott wird dir vergeben, aber du musst sofort handeln, Bischof Herefried. Ja, genau. Erpressen wir einfach mal einen König. Das funktioniert sicher. Okay, schauen wir mal, was wir hier unten haben. Hier gibt es ja schließlich einen Schlüssel. Auch ein bisschen gruselig, diese Katakomben. Ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Der Schatz ist über uns.
Ah, aber hier gibt es einen Geheimausgang. Okay. Ja, so hätte man abhauen können. Da hinten haben sich schon alle versammelt, das ist gut. Wir gucken aber nochmal, wir wollen ja schließlich den Schatz, der ist hier drinnen. Ah, und vielleicht, genau, haben wir dafür den Schlüssel gebraucht. Rune der Kopfjagd, Waffenrunen. Oh, das klingt auch gut. Wahrscheinlich irgendwie Kopfschussschaden. Und ansonsten war hier nichts mehr. Sehr gut. Also, Hunwald, schauen wir mal, was er jetzt vorhat. Eivor, ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen, aber Acher wird erst trauern müssen. Jetzt führst du Lincoln Eshia an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Als Aldermann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Svanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren, bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, mein starker Berserker des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ach. Ich bin furchtbar im Verabschieden. Das reicht fürs Erste. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, das können wir machen. Oh, und da hinten sieht man auch schon wieder das schöne verschneite Gebiet. Und gerade wieder hier mit dem Wetter. Ach, das sieht so toll aus. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns noch die übrigen Schätze hier und drehen unsere kleine Runde hier am östlichen Rand, bevor wir zurück nach Hefnertop kehren. Und dann sammeln wir hier noch alles ein, was wir finden können. So, dann haben wir gleich hier unten ein Artefakt. Auf welcher Seite ist das? Hier drüben? Oder müssen wir irgendwie nach unten? Hm. Schauen wir mal, ob es da einen Höhleneingang gibt. Ich schnapp mir mal noch das Eisenerz hier auf dem Weg. Ja, und wir haben 12 Fertigkeitspunkte, die sollten wir vielleicht bald ausgeben. Ich glaube, der Patch hat auch wieder neue Fertigkeiten ins Spiel gebracht. Das heißt, Eivor wird immer stärker und stärker. Das finde ich gut, dass die da das Cap sozusagen auch immer mit erhöhen. Und wir sind ja in Anführungszeichen ja noch im Basisspiel. Dass wir auch hier schon so gut gelevelt haben, das gefällt mir auch.
Sehr schön, dann haben wir hier noch die Maske. Dann könnten wir von hier gleich hier hoch ins Lager. Da alles mitnehmen und dann hier einmal abklappern. Perfekt. Ich glaube, wenn wir jetzt auch zurück nach Hefnatorp kommen, dann haben wir sehr viele Ressourcen. Weil wir haben jetzt, glaube ich, die letzten zwei, drei Gebiete. Da haben wir immer nur Ressourcen gesammelt und dann noch nicht ausgegeben, weil es sich noch nicht gelohnt hat. Aber jetzt dürfte das doch schon ganz ansehnlich sein. Eine kleine Menge. Und ich glaube auch, wenn wir dieses Gebiet halt bei Randvi abschließen, dann gab es auch für Linkolnisch hier nochmal Ressourcen als Belohnung. Oh, schick hier. Kleine überwachsene Brücke. Und da ist wieder so ein Räuberlager natürlich. Räumen wir mal noch für Hunwald auf, dann hat das ein bisschen leichter. Und nicht ganz so gefährlich. Lagerbadenei. Oh, die könnten wir, glaube ich, beide mit einem Schlag erwischen. Die da haben das gar nicht mitbekommen. Doch. Der da hat das mitbekommen. Okay. Jetzt sind wir im Kampf. Aua. Mist. So, kurzen Prozess mit denen. Schnappen wir uns mal den Schlüssel. Dann können wir den sicher gleich hier einfach... Oh! Ja, da ist noch einer. Der hat uns gesehen. Schnell von oben einfach auf ihn drauf. Ja, fast. Okay, müssen wir jetzt das hier... Oh, hallo, meine Güte. Hier sind ja noch richtig viele. Gott, mit der Zweihandachse. Yay. Wow. Alle drei Schläge von ihm geblockt. Und mal im Rhythmus geblieben. Der ist auch runtergefallen. Wie viele von euch gibt es denn hier noch? Wie immer, Bruder. Oh, ich hasse die Sperrkämpfer. Sind die schlimm. So. Noch irgendjemand hier, der sich mit uns anlegen möchte? Nein? Gut. Richtig schlimm. Ah, und hier wird auch wieder ein Brief. Schauen wir mal. Tagebuch des Hauptmanns. Meine Männer sind ausgelaugt. Sie hegen Zweifel daran, ob unsere Anwesenheit hier überhaupt noch einen Zweck erfüllt. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Aber wir bleiben hier und tun unsere Pflicht. Doch... Hier tut sich nichts. Linkolne ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Niemand kommt mehr her, es gibt keine Steuern einzutreiben, die Hafenkette ist gebrochen und das schon seit Gott weiß wann. Das Einzige, was dem Schier noch Leben einhaucht, sind die umherstreifenden Räuberbanden. Eigenartig. Ja, das hatten wir schon am Anfang gemerkt, dass hier sehr, sehr viele Räuber unterwegs sind. Schön, dass da auch sozusagen was dahinter steckt und dass das jetzt nicht einfach nur Zufall war. So, dann ziehen wir weiter. Der ist weit entfernt. Komm, Harti. Schauen wir mal. Ja.
Ach, wie cool. So ein, im Prinzip eine Festung, die einfach nur dieser große Turm ist. Erinnert mich so ein bisschen da an den Ort, wo wir mit Rüd gekämpft haben. Der Mersische Turm. Schön. Da oben ist auch gleich ein kleiner Schatz. Aha. Was versteckt sich hinter Tor Nummer 1? Rune der Wucht, auch sehr schön. Ja, aber jetzt in dem... In diesem Schier hatten wir kein Thema, das sich irgendwie durchgezogen hat, oder? Das waren jetzt nur... Oder Mut oder Naivität? Ich weiß es nicht. Wow. Was sehen wir denn da hinten für ein Gebiet? Ein Stück von East Anglia. Ja, da hinten, da waren diese ganzen Schiffswracks. Okay, dann können wir, glaube ich, hier am Rand einfach hochziehen. Perfekt, da ist Artefakt und Sidequest und Reichtum. Ja, und dann haben wir auch sicher schon sehr, sehr viel gefunden. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier sicher runter? Ach, Ava macht das schon. Ja, das sah nicht gerade sehr angenehm aus, wie er darunter gekracht ist. Dann drehen wir da hinten noch unsere Runde. Artefakt, Quest und Reichtum. Und dann können wir Lincolnish hier auch verlassen mit 100%. Ach, die Musik kann ruhig häufiger laufen. Das macht das ganze Erforschen und Erkunden hier so entspannt. Was haben wir denn hier? Römische Ruinen. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch wieder eine Maske. Ich glaube, hier muss man irgendwie das Ganze so zusammenpuzzeln, dass man hier ein explosives Fass hochtragen kann. Aber wir haben ja die praktischen Pfeile. Ich finde es auch ziemlich witzig, dass dieser Skill uns so weit hilft und dass sie das nicht irgendwie genervt haben, weil damit kommt man schon sehr, sehr gut voran. Oh, Rune der Freiheit und ein Opal. So, da freut sich Octavian. Dann schauen wir noch, wer da hinten eine Quest für uns hat. Sieh nur, was sie angerichtet haben. Wir sollten nicht mehr herkommen, Skegi. Dich macht es nur traurig und mich wütend. Diesen Wachen entgeht nichts. Ja, du hast recht. Dann lass uns jetzt gehen und nie zurückkommen. Nur noch einen Moment. Ihr wollt da rein? Das würde ich euch nicht empfehlen.
In jungen Jahren hätten wir das gekonnt. Wir hätten nicht lange nachgedacht, bevor wir uns zurückholen, was unser ist. Ihr habt hier gelebt? Das war unser Fischerdorf. Wir haben alles mit eigenen Händen erbaut. Aber Banditen haben uns verjagt, als sie sahen, wie ertragreich die Fischgründe hier sind. Die Fische hier sind nicht scheu und werden niemals satt. Du machst es schwer zu widerstehen. Vielleicht sehe ich es mir selbst mal an. Das wird nicht so einfach. Warum nimmst du nicht meine Frau mit? Stickler würde diese Hunde nur zu gern nach Helheim schicken. Was würde das bringen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten umherstreifenden Plünderer auftauchen. Das wissen wir. So sieht es in ganz Lincolnish hier aus. Doch es wäre ein kleiner Sieg, eine Gelegenheit, die Füße nochmal ins Wasser zu tauchen. Gut, gehen wir. Es ist immer gut, altes Feuer neu zu entfachen. Zu mir, Stickler. Wetzen wir unsere Klingen an ihren Knochen. Das ist längst überfällig. Okay. Gute alte Rache. Dann probieren wir das doch mal. Ja, also auch hier wieder das Thema mit Banditen und Plünderer. Oh, gut, das haben sie nicht gehört. Ich dachte, der fällt jetzt kopfüber in seinen Topf rein. So, gibt es hier noch mehr oder waren das nur die zwei? Das wäre ein bisschen wenig. Da hinten sind noch welche. Oder zumindest der eine. Auch da bietet sich wieder an. Oh. Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler. Das sagt der Ebon und springt auf sie drauf. Oh nein. Ach, sehr gut. Und der geht das jetzt untersuchen. Erwischt. All das Blut. Das Wasser wird sich rot färben. Ja, ich hoffe dann, dass trotzdem die Fische noch beißen. Da oben steht noch einer. Du bist unersättlich. Gefällt mir. Aber sie macht doch gar nichts. Ah, das... Da drüben klettert das Schwein. Da hat er uns gesehen. Noch welche? Wow! Kombo-Angriff. Zwei Äxte. Ja, das ist das Lieblings-Loadout von Michi gewesen. Vielleicht sollten wir das auch noch probieren. Und hier ist... Ah! Okay, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Sie kämpfen wie Kinder! Ich glaube, du hättest das auch ohne meine Hilfe geschafft, aber... Wenn wir schon mal hier sind. Das dauert nicht lang. Oh nein. Mein Leben ist verwirrt. Wow. Die hat's echt drauf. Ja, nicht schlecht. Schaut euch das an. Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler. Ja, jetzt hat das definitiv gepasst. Aber wo hat sich der Schlüssel versteckt? Danach habe ich mich gesehnt. War hier gerade irgendwas? Nein, okay. Da hinten ist der Schlüssel. Perfekt. Sie kämpfen wie Kinder. Ah, ich glaube, man muss nur die besiegen, die so blau leuchten. Die rot leuchten, sind, glaube ich, egal. Aber wenn wir schon mal da sind für die Erfahrungspunkte, räumen wir hier gleich ordentlich auf. Du bist unersättlich. Gefällt mir.
Hier ist auch noch ein Schatz. Komisch, der wird uns auf der Karte gar nicht angezeigt. All das Blut! Das Wasser wird dich rot färben! Ja, das sagtest du. Huch. Ich wollte eigentlich auf den draufspringen. In ihn reingerannt, aber okay. Danach habe ich mich gesehnt! Das hat er nicht mitbekommen. Einen Moment. Dich wird keiner begraben. So. Der hier hat den Schlüssel. Wow. Das war auch eine coole Kombo. Das klingt nicht gut. Sehr schön, Hulfi. Gut machst du das. Du bist unersättlich. Gefällt mir. Ach du meine Güte. Ja, und dann nur noch da hinten. Gegen wen kämpft der denn? Ach, gegen Hulfi. Ups. Hat sich in Luft aufgelöst. Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler. Ich glaube, damit müssten wir auch alle besiegt haben. Schnappen wir uns noch schnell die Truhe und dann gucken wir mal, ob da noch irgendwo einer rumläuft. Jo. Das waren alle. Skegi wird sich freuen. Gehen wir zu ihm. Genau, dann geben wir ihm gleich Bescheid. Und dann habt ihr auch euer Fischerdorf wieder. Wie kommt man hier gut hoch? Kannst du klettern? Ja, wenn du so kämpfen kannst, dann kannst du auch wahrscheinlich klettern. Sieht das so einfach aus? Meinst du jetzt uns oder deine Frau? Stikla ist eine herausragende Kämpferin. Sie könnte mit den besten Drängi auf Raubzug gehen. Vielleicht ist das ihr Schicksal. Du ehrst sie. Und glaube mir, ich habe es versucht. Aber sie ist stur. Sie besteht darauf, bei diesem alten Hund zu bleiben. Dann schick sie zu mir, wenn du tot bist. Du scherzt, aber ich nehme dich beim Wort. Bis dahin. Bis dann, kleine Siege. Ja, sehr schön. Dann brauchen wir eigentlich nur noch da oben wahrscheinlich die letzten Dinge. Ja, der letzte Schatz, die letzten Quests und das letzte Artefakt wird wahrscheinlich auch irgendwie noch dort sein. Aber das müssen wir dann leider in der nächsten Folge holen. Deswegen... vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.